laut ist es in der Sporthalle der Gemeinschaftshauptschule Aiken. Mit einem Zwergenaufstand hat das aber nichts zu tun. Hier trainiert das Jungrudel der American Footballer vom Mönchengladbach Wolfpack. Zu den Juniors der U14 und Kids der U12 gesellen sich nun auch die Peewees der U10. Der Verband hat es jetzt Gott sei Dank ermöglicht oder es geschafft, mit Hilfe der ganzen anderen Mannschaften in Nordrhein-Westfalen, also eine eigene Liga zusammenzustellen, sodass also auch das ganze Training und die ganze Mühe für die Kleinen sich jetzt lohnt und sie halt auch dementsprechend einen Ausblick haben, dann für ihre Mühe, die sie halt haben, auch dann entlohnt zu werden und dann auch spielerisch dann eingreifen zu können. Training ist alles und da bilden die 6- bis 9-Jährigen keine Ausnahme. Nach dem Aufwärmen geht es endlich ans Eingemachte. In einzelnen Grüppchen lernen die Kleinen die verschiedenen Positionen im American Football kennen. Ob in der Offense oder Defense, es wird getackelt, geblockt, gekickt. Obwohl ein spielerischer Zugang zum Sport gerade bei Kindern in dem Alter wichtig ist, herrscht hier auch ein direkterer Ton. Neben dem American Football fördern wir hier die Sekundärtugenden, die da sind: Disziplin, Konfliktfähigkeit, Teamgeist, Ordentlichkeit, Pünktlichkeit, respektvoller Umgang miteinander. Und dahin gehört auch ein Hierarchiedenken. Was von außen teilweise sehr hart aussieht, wird natürlich abgefedert durch den emotionalen, korrekten Umgang mit den Kindern. Hier wird jeder individualpädagogisch gefördert. Und wir haben, glaube ich, ein sehr liebevolles und sehr emotional tiefgehenden Umgang mit den Kids. Die sportliche Förderung von Kindesbeinen an gehört vor allem im Herkunftsland des American Footballs, den USA, zum Alltag. Warum also auch nicht hier in Deutschland? Genau diese amerikanischen Verhältnisse peilt jetzt die Jugendabteilung des Wolfpack an. Und die Peewees sind dabei erst der Anfang. Wir arbeiten dran, wir versuchen in diesem Jahr eine Football Academy an den Schulen zu installieren, dass wir eben noch mehr Zugriff bekommen auf diese Altersklasse, weil wir wirklich glauben, dass genau in dem Alter es wichtig ist, Kinder in dem Sport zu schulen und zu stärken und zu trainieren. American Football. Keineswegs nur ein Sport für Hartgesottene. Ob jung oder alt, groß oder klein, in diesem vielschichtigen und fordernden Ballsport kann jeder Spieler einen Platz finden. Und früh genug kann man nie damit anfangen. Wie man den Ball fängt und wie man den richtig hält. Blocken, tackeln. Und wenn wir dann am Ende noch ein Spiel machen, bin ich auch zufrieden damit.